Ja, moin, schon wieder. Tut mir leid. Das letzte Video von einer Stunde hochgeladen. Jetzt habe ich aber schon wieder was und das will ich euch einfach kurz zeigen. Jetzt habe ich mir eben fürs Kamerastativ nochmal dieses Teil hier angepasst, eine Flachsenkung reingemacht auf beiden Seiten und da muss jetzt eine Schraube rein und ein Klemmhebel. Und dazu brauche ich natürlich Unterlegscheiben. So wie mein Glück halt immer ist. Ich habe hier keine passenden Unterlegscheiben. Weiter aufsenken oder aufbauen kann ich es jetzt auch nicht. Das nötige Werkzeug ist nicht da, also muss ich mir jetzt die Unterlegscheibe anpassen. Kauft ihr doch einfach passende Unterlegscheiben, Sven. Nee, dann mache ich ein Video und sage euch, ich habe passende Unterlegscheiben gekauft. Super. Das Ding funktioniert. Ich habe das mal wieder mit dem gemacht, was ich hier hatte. Ist ein bisschen abenteuerlich, aber funktioniert. Mit dem Dorn ein bisschen aufpassen, der muss rund laufen. Und man kann das am Schleifstein machen, das ist natürlich nicht gut für den Stein. Man kann das aber auch mit Schleifpapier machen, das dauert halt ein bisschen länger. Manchmal kann die Scheibe auch hier vorne abfliegen, also schön draufschlagen. Das ist ja im Prinzip wie beim Schmied ein Spreizdorn. Also mit ein bisschen Druck, dann hält die Scheibe auch. Danach noch ein bisschen schleifen und schon hat man eine passende Unterlegscheibe, die man vom Außendurchmesser her einfach angepasst hat. Ich mag sowas. So, das war's schon wieder. Macht's gut, bis demnächst und ciao.